Dieses Video zeigt den zweiten Teil Botanischer Garten in Bonn. Der Weg geht jetzt hier dem kleinen Wasserlauf entlang bis zu einem See. Das ist ja auch der Rand vom Botanischen Garten. Außerhalb liegt hier ein sehr schönes Stadtviertel mit Gründerzeithäusern. Sehr alter Baumbestand gibt es hier noch. In einem kleinen See gibt es noch viele Schildkröten. Haben wir versucht mit der Kamera eine einzufangen? Nee, aber eine Ente habe ich gefunden. Die ist hier gerade beim Mittagessen oder beim späten Frühstück. Da ist noch einer auf Nahrungssuche. Ja, hier ist auch ein Institut für zelluläre und molekulare Botanik. Das müsste auch noch Blaue Regen sein. Die Sache gibt hier sehr hohe Bäume. Und das Kunstwerk müsste mir jetzt einer erklären. Das ist der Blutweiderisch. Jetzt habe ich sie erwischt. Komm, ihr zwei, ein bisschen Action. Ja, Action sieht anders aus. Und das war es dann für heute. Hier waren voriges Jahr sehr viele Schildkröten. Bei der Seerose hat sich eine versteckt.
Das sind wahrscheinlich winterfeste Kakteen. Kenne ich eigentlich nur aus dem Mittelmeerraum. Toll ist auch, dass das hier kostenlos ist. Im Mittelalter stand hier an der Stelle eine Wasserburg. Und das war um 1340. Sind dann die Knallerbsen. Die Wasserburg war in dem Besitz von den Kurfürsten von Köln. Das ist das Mammutblatt. Das ist wirklich ein Mammutblatt. Das müssen ja fleischfressende Pflanzen sein. Seit 1650 ist dann hier eine Orangerie und ein Renaissancegarten nachgewiesen. Und natürlich das Schloss. Und seit 1818 ist das alles hier der Universität Bonn. Der Garten umfasst 12 Hektar. Etwa 11.000 verschiedene Pflanzenarten. Ich bin mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr hier. Sehr schön, wenn hier die Baumpfingstrosen blühen. Der Garten ist sehr abwechslungsreich und sehr gepflegt. Und bei Brautpaaren sehr beliebt. Das Schloss sollte man unbedingt auch mal besuchen, da ist ja eine mineralogische Sammlung drin. Da dürfen ja Lotuspflanzen sein. Die Blüte hat nicht mehr lange. Der blaue Himmel fasst da so richtig zu. Hier bei den Sommermagnolien endet der Rundgang. Dann bis zum nächsten Besuch.